Hallo und herzlich willkommen hier bei Krolopp und Gerst. Mein Name ist Martin Krolopp und willkommen zur Objektivstrecke mit Anders Uscholl 2.0. Ich will ein ganz bisschen was vorweg sagen. Punkt Nummer 1, wir haben probiert mit 2.0 ein Sequel zu machen, was besser ist. Und was kann überhaupt bei Anders Uscholl besser sein? Punkt Nummer 1, wir können uns beiden mehr Zeit erlauben. Das heißt, wir haben von vornherein gesagt, wir haben zwar viele Themen, wir werden nicht alles schaffen, aber lass uns einfach darüber quatschen, worüber wir nur Bock haben. Punkt Nummer 2, es darf spezieller werden. In der Objektivstrecke 1.0 habe ich immer probiert, so ein bisschen das zu kanalisieren, zu richten, mich manchmal auch ein bisschen dumm zu stellen, um einfach auch das Niveau auf ein verständliches Level runterzubringen. Ich kann eins versprechen, das werde ich nicht mehr so tun. Ich werde vielleicht ein bisschen mehr Anders und mich diskutieren, reden und fachsimpeln lassen. Punkt Nummer 3, auch ganz wichtig, wir wollen, dass Anders auch ein bisschen sprudelt in Wissensform. Und ich werde nicht mehr so auf das Thema achten, was ja auch bei der Objektivstrecke 1.0 so ein bisschen Vorwurf gegen mich war, dass ich so zeitlich und thematisch probiert habe, Anders einfach auf den Schienen des Videos zu halten. Und diesmal werde ich das halt einfach nicht tun. Und dann werden wir mal gucken, wo wir rauskommen, sei es bei X, bei Z oder bei F. Irgendwo wird schon enden. Hauptsache, es hat mit Fotografie zu tun. Ja. Viel Spaß bei den nachfolgenden Videos hier aus dem Loft 14C in Neuss. Immer noch die richtige Rheinseite, ne? Ganz wichtig. Ansonsten viel Spaß bei ultra-nerdigem Fachsimpeln über Fotografie. Wer sich die Dinger reinzieht und das mag, der ist schon ziemlich abgefahren. Aber sind wir nicht alle ein bisschen bluner, ne? Hallo und herzlich willkommen hier bei Krolopp und Gerst. Er ist wirklich tatsächlich nach Nordrhein-Westfalen gereist. Anders Uscholl sitzt wieder neben mir. Ich sag erstmal, schön, dass du da bist, Anders. Es ist mir eine Ehre, dass wir diese Strecke weiterführen können. Mhm. Wir haben genau 2 volle Arbeitstage Zeit. Wird ein bisschen aufbauen am heutigen Tag und ein bisschen abbauen am Freitag. Übrigens, morgen ist Feiertag und du investierst sogar deinen Feiertag hier bei mir auf der Couch, was ich super toll finde. Das ist eine echte Probe, weil, also Grüße aus NRW, ich meine, ich komme aus Bayern und Christi Himmelfahrt ist Vatertag in Bayern. Oh, und da gibt es immer Saugrillen in den Schützenvereinen und in den Gesangsvereinen. Und Du verpasst das Saugrillen. Nein, das Problem ist, dass meine Frau ist quasi Vegetarierin, mein jüngster Sohn ist Vegetarier, mein ältester Sohn hat mich als einzigen Rettungsanker, dass es ab und zu Fleisch gibt. Und jetzt bin ich zum Saugrillen nicht mal da. Nicht da. Weil jetzt also gibt's Hirse. Das muss ich mir wirklich überlegen, wie ich das bei ihm wieder gut mache. Wir fliegen 3 Wochen nach Japan, das ist die Entschädigung. Dann gibt's, weißt du, was ich in Japan gegessen habe, aber erst so spät realisiert habe? Ja. Pferdesashimi. Nicht Pferdesashimi, ich habe rohes Hähnchen gegessen. Ja. Das hat voll lecker geschmeckt, aber ich habe erst danach realisiert, dass es rohes Hähnchenfleisch war. Und zwar als Europäer, wenn du es nicht gewohnt bist, dann du hast so einen automatischen Schockmoment, wenn du rohes Hähnchen. Meine Mama hat mich von Haus auf getrimmt, Hähnchen fremd waschen, also nicht auf den gleichen Teller legen, wegen Salmonellen und sowas. Ja, das ist aber, in Japan isst man auch rohe Eier. In Europa stirbt man davon. Ja. Und in Japan genießt man sie. Ich weiß. Wir wollen ganz, ganz, ganz viele Videos machen. Mhm. Im Grunde genommen haben wir uns überlegt, was wir machen können, um diese Objektivstrecke, die große Objektivreihe, zu toppen, weiterzuführen. Meistens sind ja die Sequels immer schlechter als das Original. Wir wollen das so ein bisschen besser machen. Haben natürlich jetzt auch so ein bisschen drumherum abgegradet zu unserem Büro hier mit dem schönen Loftstudio 14C in Neuss bei Düsseldorf. Oder andersrum, Düsseldorf bei Neuss. Bei 29 Grad. Ja, Achtung, wir Ton, Vorsicht. Es ist wirklich warm. Heute ist verdammt warm. Wir haben uns jetzt hingesetzt und haben überlegt, was wir machen. Und am Anfang gab es ja auch so ein bisschen, liebe Zuschauer, dass die Thematik, dass man vielleicht das auf das Kamerathema überlaufen lässt und diese große Kamerastrecke oder Kamerarei im Endeffekt startet. Der Punkt ist bloß, wir haben uns dann irgendwann mal hingesetzt und die Fragen und die Anmerkungen zur Objektivreihe durchgegangen und haben festgestellt, dass wir so dermaßen viele Themen noch beim Thema Objektive offen haben, dass wir eigentlich, und da sind wir, glaube ich, beide gleich gepolt, nicht eine neue Sache anfangen wollen, bevor wir nicht irgendwie einen Deckel auf die alte gemacht haben.
Und 23 Seiten an Material ist hier zu sehen, an Fragen. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle durchkriegen in der Zeit. Okay. Ja. Es wird hart. Wir probieren es. Es gibt ja noch mehr Tage. Hast du ein paar gelesen davon? Ja, ja. Ich bin mal drüber geflogen und ein paar Sachen sind echt klasse, muss ich sagen. Wow. Dass sich jemand traut, sowas zu fragen. Also da. Dass sich jemand traut. Wie meinst du das jetzt? Nein, auch gut. Ich meine, das sind ja auch. Also es sind anspruchsvolle Fragen dabei. Es sind Fragen dabei, die auch sehr viel mit Mythen zu tun haben. Es sind Fragen dabei, da muss ich erstmal googeln, was die Begriffe überhaupt heißen. Ich kam dann schon ein bisschen zurecht, da kommen wir dann im Einzelnen noch dazu. Und es sind Fragen, wo ich dann auch gerne darauf hinweise, dass mein Wissen begrenzt ist. Also, dass du dann. Ja, das ist einfach nicht beantwortet. Okay. Aber da haben wir uns ja schon darauf geeinigt, dass wir die nicht rausfiltern, sondern dass ich schon auch sage, die Frage ist angekommen, ich finde sie super. Ich kann mir in etwa vorstellen, um was es geht, ich kann aber auch daneben liegen. Also, okay. Ich riskier's einfach. Es ist ja mal interessant, dass du auch nur ein Mensch bist und dass dein Wissen auch irgendwo aufhört. Ich hätte es ja nicht geglaubt. Oder ich glaube es immer noch nicht, bis wir dazu kommen. Ich denke, wir fangen direkt an mit dem ersten Thema und das wäre, und das war auch wirklich eine Frage, zu deinem Werdegang. Also ich habe jetzt hier eigentlich immer die Namen der Fragensteller dazu geschrieben, aber die wurden hier, glaube ich, rausgelöscht. Ja, das liegt auch teilweise an mir. Nee? Ja, doch, da unten sind noch welche, aber... Wir haben es ein bisschen sortiert, weil wir manche Sachen auch gebündelt haben. Ja. Und... Also wenn wir jemandens Frage nicht konkret nennen, dann tut uns das leid. Hier hat jemand gefragt, mich würde mal interessieren, wie er selbst zu diesem Beruf gefunden hat, weil es ja doch sehr speziell ist, schreibt er hier. Hast du denn all die Jahre nie das wirkliche Interesse verloren an dieser Tätigkeit? Also vielleicht sprechen wir einfach mal über deinen Werdegang. Wie wird man, oder wie wurdest du so wie das? Also ich muss hier einen großen Dank an meinen Jugendfreund, den Peter Licher, aussprechen. Dem habe ich das zu verdanken. Und zwar ist es so, ich hatte Glück, ich komme aus einer schlechten Gegend Münchens und ich hatte zum Glück eine Jugendklicke von 4 Leuten. Erst letztens haben wir 50-Jähriges gefeiert von exakt dem Peter. Da haben wir das wieder ein bisschen Revue passieren lassen. Und wir sind durch dick und dünn gegangen. Und ich glaube, im Alter von 19 oder 20 sind wir mit Motorrädern damals nach Jugoslawien, nach Kroatien gefahren und er hat in einem Fotogeschäft gearbeitet und dann hatte er eine Kamera dabei und hat Aufnahmen gemacht. Ich weiß noch, das war eine alte Canon F mit einem, weil die Kamera ja so teuer war, dann mit einem Tokina-Zoom-Objektiv und dann hatte er diese wechselbaren Mattscheiben im Sucher, wo er sich dann speziell auf die lange Brennweite angepasst hat. Dann haben wir Stative aufgebaut, haben in den Bergen mit dem Motorrad dann Kurvenlagen fotografiert und sonst was. Mit und analog. Hör mal, da war ich 18. Ja, ja, also das war... 19. Aber das war zum ersten Mal mit einer Kamera unterwegs und dann Kurvenbilder von Motorrädern. Ja, du, das haben damals alle so gemacht. Entschuldigung, das war normal. Ich meine, das war schon... Und ich weiß noch, dass er mir damals gesagt hat, dass seine Kamera 1.800 Mark gekostet hätte, worauf ich ziemlich sauer geworden bin und gesagt habe, bist du ein Arschloch, bist du ein Angeber? Kein Mensch ist so blöd und gibt 1.800 Mark. Mark für eine Kamera aus. Also das war mein erstes offizielles Statement zur Fotografie. Dann hat er es natürlich fotografiert, das war natürlich auch Film, dann irgendwann 2-3 Wochen später kam ich mal auf die Idee, bei ihm nachzubohren und zu sagen, du, was ist eigentlich mit unseren tollen Fotos geworden und so weiter. Und er hatte beim Fotografieren schon gesagt, der Verschluss hört sich so komisch an, der Verschluss. Na gut, dann war es halt so, dass quasi alles mit diesem mechanischen 60stel in dieser Kamera gemacht worden ist, worauf ich dann noch einmal einen Wutanfall gekriegt habe und gesagt habe, weißt du was, du Riesendepp, da gibst du mit einer Kamera an. Gibst du mit einer Kamera an, die sich kein normaler Mensch kaufen würde und so weiter und dann verbockst du alles, das kaufe ich mir eigene. Und dann, also die ganzen Fotos aus dem Urlaub, alle waren... Die waren halt alle mit einem 60stel gemacht. Und dort, wo er das 60stel gebraucht hätte, da... Mitzieher. Die sind dann... Nein, also dann auch später, nachher, die alles. Weil die ist immer nur auf diesem mechanischen 60stel geblieben, dieser Verschluss. Und er hat natürlich die Mitzieher, hat er natürlich die Blende aufgemacht, das ist mit einem 500stel, er hat es nicht mitgezogen, er hat ja auch versucht einzufrieren und so, die hätten ein 500stel oder 1000stel gebraucht, wenn du die mit einem 60stel fotografierst, ja, da ist ja, nur, ist ja nur Licht auf dem Bild, das ist der weiße Fenster. Und dann habe ich mir tatsächlich eine Kamera gekauft und so nahm das Unglück seinen Lauf, es war eine Nikon F301 mit einem Tamron Adapter-System, die habe ich immer noch, die funktioniert übrigens noch. Und
Ja, dann gab es an der Uni eben diese Vorlesung wissenschaftliche Fotografie, Chemie der Informationsaufzeichnung, die habe ich dann besucht. Das war total spannend. Dann bin ich in einen Fotoladen gegangen und habe dort verkauft. Die Kette hieß auch noch Ihr Fotoladen. Und alle waren völlig begeistert, weil die Kunden immer nur zu mir gegangen sind, weil ich der Einzige war, der es geschafft hat, auf einem 50-Mark-Objektiv einen 40-Mark-Hoya super vergüteten Filter, wir kommen nachher zu Filtern, zu verkaufen, weil ich den Leuten gesagt habe, also ein Filter, wenn drauf ist, dann müsst ihr einen guten kaufen. Du hast in einem Fotogeschäft angefangen zu arbeiten. Ja, habe ich gejobbt. Und dann habe Ihr ich immer, Fotoladen? Ihr Fotoladen hieß der. Wo war der. Das damals? Das war eine Kette, das war so eine, ja, wie so Mini-Konkurrenz zu Fotopost oder so. Da habe ich gejobbt nebenbei. In welchem Land, in welcher Stadt? In München. In München? In München, ja. Okay, und da hast du dann Sachen vertickert? Ja, da habe ich dann Foto. So nebenbei, habe ich mir nebenbei mein Studium finanziert, ein bisschen querfinanziert und so. Und studiert hast du aber ja was? Also das Informatik. Informatik. Ich habe Informatik studiert, ja. Und das war damals, das hast du mir auch schon erzählt, das weiß ich ein bisschen, das war damals eigentlich Mathematik. Also es gab keine spezielle Informatik. Ja. Okay, aber das war schon sehr technisch. Du hast... Okay, und jetzt Fotoladen und du hast einen Filter für 40 Mark verkauft. Die waren immer völlig fasziniert, also Geschäftsführer, der hat immer gesagt, es gibt's nicht, bei ihm ist keiner gestanden, bei mir sind 3 Leute angestanden und haben immer gesagt, sie wollen von mir beraten werden. Und ich habe denen dann immer alles Mögliche erzählt und so weiter und bei mir ging keiner raus ohne dieses Hoya HMC-Filter. Hoya HMC, ehrlich gesagt, ich habe auch noch einen Hoya HMC-Filter. Ja, das waren damals die besten Filter. UV, ne? Ja. Aber damals brauchte man auch noch UV-Schutzfilter und... Gut, wir hatten ja in der ersten Reihe auch festgestellt, dass sie heute auch gar nicht so unsinnig sind. Ne? Du benutzt wirklich auch heute noch... Ich habe auf jedem Objektiv einen Filter. Okay. Ja. Ich habe nachher sowieso nochmal auch Spezialfragen zu Filtern und dergleichen. Okay. Wie ging es weiter? Ja, dann habe ich habe dann so ein bisschen gejobbt. Dann habe ich begonnen, an der Volkshochschule in München Kurse zu geben zu Fotografie in allen möglichen Bereichen. Und wie kommt man denn an sowas? Also wie kommt man denn einfach, also... Man geht hin und fragt, ich würde gerne einen Fotokurs geben. Im Dozenten? Ja, und das weiß ich noch, der damalige Leiter, der war also der Leiter für den gesamten Bereich Kultur. Ich meine, die Münchner Volkshochschule ist eine riesen Institution. Das ist die weltweit größte Fortbildungsstätte für Erwachsene, die es gibt, die Münchner Volkshochschule. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist, ja, aber damals war es. Wahrscheinlich irgendwann in China. In China, ja, wahrscheinlich. Da gibt es Schulen, die haben 30.000 Schüler, die sind dann noch größer. Aber da bin ich dann hingegangen und dann hat er gesagt, irgendwie mir ein paar Fragen gestellt. Ich habe so mein Wissen von der Uni gehabt. Und dann stellt er mir diese Frage, kennen Sie eigentlich das Zonensystem von Ansel Adams? Fragt er mich so. Mhm. Und ich so, was? Was? Dann greift er blind in sein Regal rein, holt den Jost Marchesi raus Zonensystem raus, so ein Schmöker und gibt es mir. Dann blätter ich den so durch, kurz, gebe es ihm zurück und sage, ja, da wird der hellste Punkt angemessen, dann wird der dunkelste Punkt angemessen. 11 Zonen dazwischen. Es wird der Kontrast wird gemacht und dann passt man, also wird logarithmisch gemittelt und dann passt man die Entwicklung entsprechend an, dass die Gradationskurve vom Film genau auf diesen Bereich passt. Wofür schreibt ihr da ein Buch drüber? Dann hat mich der Leiter von der Kunstabteilung angeschaut und hat gesagt, welchen Kurs wollen Sie geben? Welchen Kurs wollen Sie geben? Und dann, so hat dann das Unglück seinen Lauf genommen und dann, Ich habe ja unterschiedlichste, wenn wir schon dabei sind, unterschiedlichste Erklärungen zum Zonensystem gehört. Zum einen irgendwie, dass dann die Haut oder das Mittlere, die 50%, die genau die Mitte sind und dergleichen. Aber es ist im Grunde genommen 11 Zonen, ist es nicht ein bisschen überholt alles insgesamt? Nein, das ist der amerikanische Ansatz. Das ist eigentlich dieser amerikanische Ansatz versus dem europäischen Ansatz oder dem deutschen Ansatz. Die Amerikaner sind prozessorientiert. Das heißt, ein Amerikaner braucht eine genaue Anleitung, wie er was macht. Ist doch fast wie eine DIN-Norm irgendwie so. Läuft er, ja. Bloß so ein bisschen krasser. Ja, der braucht eine ganz klare Dienstanweisung. Eine DIN-Norm definiert ja auch noch die Randbedingungen vor allem, oder denen, was laufen muss. Das ist da gar nicht. Die brauchen eine exakte Anweisung von so bis so und das muss gemacht werden und dann setzen sie das um. Das ist das Prozedurale, das ist das amerikanische Denken, auch in der Produktion, das ist ganz üblich. Und im Deutschen ist es eher so, da muss das Prinzip verstanden werden und dann angepasst werden.
Also du musst, da geht es darum, dass du das Prinzip verstehst und das Prinzip dann auf das Problem anpasst. Das heißt, wir müssen erst einmal mehr lernen, uns mehr damit auseinandersetzen, haben also einen höheren Vorlauf, deswegen sind wir erst einmal unproduktiver im Vergleich zu den Amerikanern. Aber, und dann kommen wir dorthin. Dabei hat der Amerikaner schon lange was gemacht und hat das, was er gemacht, auch gut gemacht. Nur, wenn es bei dem dann weitergeht. Oder sich die Situation ändert. Und sich die Situation ändert, dann ist da halt Schluss, weil er hat diese Dienstanweisung. Und wir können uns dann eher anpassen. Das sind einfach diese unterschiedlichen Herangehensweisen. Und deswegen, das Zonensystem, das gibt halt eine genaue, von Start an gibt er eine genaue Anweisung, machen Sie das, machen Sie das. Dann gucken Sie in der und der Tabelle nach, dann holen Sie sich die vorbereiteten Entwicklungstabellen, dann schauen Sie sich den Film an, Temperaturen. Also es ist ein Kochrezept von vorne bis hinten, dem man folgen muss. Und wenn man das natürlich alles so aufbaut, dann kann man auch ein Buch dazu schreiben. Mhm. Aber wenn man es einmal beschrieben hat, also im Endeffekt 2 Punkte Kontrastumfangsmessung, wenn man es mal verstanden hat, ist es relativ leicht. Und ich meine, das sind ja dann auch Sachen, moderne Kameras basieren ja auch auf sowas. Die machen ja auch Kontrastumfangsmessungen. Ja, intern. Für Belichtungsprogramme und dergleichen. Aber das ist schon ein Punkt. Eigentlich müsste man Ansel Adams Zonensystem schon gehörig anpassen auf heutige Kameras, oder? Oder müsste das nicht bei jeder Kamera ein bisschen anders sein? Man könnte sich jetzt den Spaß machen und könnte es anpassen, denn das, was er ja als Entwicklungsdaten für die Filme herausgegeben hat, das kannst du ja analog als Sensor. Das kannst du ja als Kurven, als RAW-Einstellungen, als Gradationskurven in deine RAW-Konversion kannst du sie eingeben. Könntest du machen, ist, glaube ich, heute nicht mehr notwendig. Aber also da wollte ich auf jeden Fall nochmal mit dir drüber sprechen. Vielleicht kann man das irgendwann hinten anhängen. Woher kommt dieses Ding, dass manche Sensoren irgendwie Highlight betont und manche irgendwie so tiefenbetont sind? Also woher kommt dieser Unterschied, dass... Aber das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich sage, das kann doch gar nicht funktionieren. Ein Sony-Sensor oder ein Nikon-Sensor, den belichte ich doch tendenziell eher dunkler als ein Canon-Sensor. Das müsste ich doch von vornherein in dieses Zonensystem schon irgendwie mit reinbringen. Also jetzt sind wir zwar von meinem Werdegang ein bisschen weggekommen. Wir haben eine ganz, ganz interessante Frage. Aber ist doch oder so, oder? Sehe ich das falsch? Weil also ich muss mit jeder Kamera unterschiedlich fotografieren. Also generell, da kommen wir nachher. Ich würde da einen Ausblick machen nachher auf die Geschichte, sind Objektive noch Objektive oder sind Objektive Computer, die Updates brauchen oder funktioniert ein Objektiv an einer Kamera so und an einer anderen Kamera so, da kommen wir genau dorthin. Im Endeffekt funktioniert, du hast recht, das Zonensystem funktioniert nicht mehr so ohne weiteres, weil selbst wenn wir es auf alle Kameras, die jetzt existieren, aktualisieren würden, was ist mit den Kameras, die in 2 Jahren kommen? Was ist mit den Kameras, die in 4 Jahren kommen? Ja. Also es basiert natürlich darauf, dass ein Plus X Pan oder ein Tri X Pan 40 Jahre lang verfügbar waren. Und die Entwickler dazu auch. Also das beruht ja auch auf Konstanz. Kontinuität. Ja. Und was wir heute in dieser Zeit ja überhaupt nicht mehr haben. Kontinuität ist ja ein Fremdwort. Das gibt es ja gar nicht mehr. Finde ich übrigens auch generell, wenn wir da gerade dabei sind, sehr, sehr, sehr kritisch in der Fotografie. Weil ich glaube, dass viele Fotografen gar nicht wissen, wie sehr man sich mit einer neuen Kamera auch kaputt machen kann. Vielleicht nur für eine kurze Zeit, aber für mich ist es schon schwierig, auf eine neue Kamera sich einzuschießen. Mhm. Also ich merke es, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir waren jetzt ja in Neuseeland, habe lange mit Nikon fotografiert, 2 Tage später habe ich mit Canon fotografiert und ich habe erstmal die ersten Foto habe ich erstmal voll versaut, weil ich im Kopf auf Nikon belichtet habe, also auch von dem Style her und ich gucke mir das an, denke so, oh fuck, schnell mal wieder rumgedreht an der Belichtung, weil ich einfach dachte, ey, das kriegst du so nicht hin. Oder auch so Farben, was so kritischen, also ich finde, das ist manchmal schwieriger geworden. Ja. Ich finde, das ist vielleicht auch ein Problem, warum früher besser fotografiert wurde, weil man eben, man hat sich nicht so viel beschäftigt. Früher konnten wir Objektive testen, denn der Film war immer der gleiche. Und ob der Verschluss jetzt von Seiko kommt oder von Copal, oder das war ja auch egal. Naja, cool. Ging es weiter? Du hast beim Mein Fotoladen gearbeitet. Genau. Dann habe ich also im Fotogeschäft aufgehört, habe Kurse an der Volkshochschule gegeben, in meinen besten Zeiten im Halbjahr 14 Kurse. Aber das waren Kurse, die länger gingen, oder? Ja, das ist entweder nicht nur ein Abendkurs oder ein komplettes Wochenende oder so. Ich habe davon gelebt. Okay. Ich habe mal mit Studium damit finanziert, habe davon gelebt. Also nicht mehr im Fotoladen, sondern dann in der Hochschule. Okay. Genau.
Das habe ich dann langsam reduziert und bin dann eigentlich 95 habe ich begonnen, die ersten Artikel zu schreiben. Mhm. Also das war damals für die Color Foto. Dann, die war ja das größte Magazin, oder? Color Foto und Fotomagazin sind so immer die beiden Tops gewesen, ne? Ja, ja. Die haben sich also Kopf an Kopf. Und dann kam, dann hatte ich für, das war eigentlich so ein Schlüsselmoment, ich habe Infrarotfilme. Es ist immer bei, also Kodak, also es gab ja zwei Hersteller von Schwarz-Weiß-Infrarotfilmen. Das war einmal Kodak und das war einmal Konica. Und Kodak hat immer gesagt in seiner Anweisung, man muss das sichtbare Licht messen und einen Korrekturfaktor für die Infrarotmessung machen, weil Kameras kein Infrarot messen können. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ist ja eigentlich völliger Quatsch. Die Belichtungsmesser unserer Kameras sind Siliziumsensoren und das Problem von Silizium haben wir ja heute nach wie vor, ist ja gerade, dass es infrarotempfindlich ist. Also Kodak sagt mir, ich soll nicht durchs Infrarot, durchs Schwarzwild da durchmessen, weil die Kameras nicht kann. Und das habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Dann habe ich das komplett ausgemessen, habe festgestellt, wie man eine echte TTL-Messung durch das Infrarotfilter macht. Also man stellt schön ein seinen gesamten Bildausschnitt und alles ohne Filter, weil du siehst ja nichts in dem Moment, wo du das Schwarzfilter draufsetzt. Dann kommt das Infrarotfilter rauf. Dann muss man nur hinten natürlich die Sucher unbedingt Muschel. Das Okular schließen, weil das Streulicht dann natürlich abartig wirkt. Und habe dann dafür dann die entsprechenden Entwicklungsdaten ausprobiert, herausgefunden und die entsprechenden ISO-Werte und habe eine echte TTL-Messung gemacht, was dazu geführt hat, dass man für eine Aufnahme auf diesem Kodak-Film nicht 5 Aufnahmen machen musste, sondern nur noch 1 oder 2, weil es einfach gestimmt hat. Also es hat auf den Punkt getroffen. Dann bin ich mit diesen Daten dann zu Kodak gegangen und habe gesagt, Leute, passt mal auf, ich habe eine Methode gefunden, wie man mit eurem Film sofort 500%, also wie man nur noch ein Viertel des Ausschusses hat. Das wollten die aber nicht, oder? Genau. Das wollten die überhaupt nicht. Ja, Uschan, das ist uns gar nicht. Ja, nee, die verkaufen Filme. Ja, die leben aber cool, dass sie viele kaufen. Jetzt habt ihr endlich mal eine Methode, wie ihr diese 90% Ausschuss mit diesem Film, der schweineteuer war, unglaublich schwierig zu handhaben war und so. Und dann habe ich Folgendes gemacht, ich bin nicht zur Nummer 1 gegangen, ich bin zur Nummer 2 gegangen. Ich bin dann zu Konica gegangen. Die sind in Ottobrunn gewesen, das ist also auch so ein Vorort von München. Hab die angerufen und habe gesagt, ja, wie sieht es denn aus? Ich habe ein Infrarot-Direktmessverfahren und so. Die Daten, war schon total unsicher, wären sie daran interessiert und so. Und die, ja klar, yeah, dann bin ich da reingekommen, habe meine Daten. Dann hat Konica eine eigene Broschüre gemacht, mit meinen Daten, alles entwickelt, mit Fotos und so weiter. Ein Faltblatt speziell für einen Infrarotfilm. Und davor war es immer so, der Film wurde nur einmal im Jahr gegossen. Und der war immer nur für ein Jahr. Die sind sehr kurzlebig, die Infrarotfilme. Am Ende des Jahres, wenn die nächste Charge kam, hatten sie 70% ihres Bestandes verkauft, 30% wurden dann irgendwie billig rausgehauen und so weiter, Restläufe und so weiter. Dann haben sie diese Broschüre rausgeschickt. Und dann war nach 7 Monaten die Jahresproduktion verkauft. Cool. Also, was da passiert ist, liebe Grüße nach Kodak, Konica hat mit einem Schlag seine Verkaufszahlen verdoppelt mit dieser Broschüre. Und diese Broschüre hat dann mein geschätzter Hans-Jürgen Krupper, der Redakteur damals vom Fotomagazin, der hatte das gelesen, hat sich an Konica gewendet. Die haben mir gesagt, oh, reden Sie mit dem Uschold. Dann kam der bei mir vorbei und seitdem bin ich beim Fotomagazin. Okay. Als Testlabor. Ist mal. Aber du warst schon fertig im Studium und hast dann sozusagen dein Studium-Know-how. Aber was hat Informatik mit Ausmessen von Filmmessverfahren, TTL-Messverfahren? Also übrigens, liebe Zuschauer, TTL ist nicht nur Blitzen. Das ist für viele heutige Leute vielleicht gar nicht so klar. TTL heißt ja nur Through the Lens. Das heißt also, was Anders jetzt gerade erzählt hat, das hat nichts mit Blitzen zu tun. Und Infrarot, das ist eine ganz komische Art der Fotografie, wo man ganz komisch sieht, ist halt was sehr Spezielles, wo man mit einem anderen, unsichtbaren Bereich der Fotografie. Aber nur mal kurz als Erklärung, weil sonst, ich glaube, sonst fragen die sich, was hast du für ein TTL-Blitzverfahren für Infrarot gemacht? Ja, also ich habe natürlich im Rahmen der Informatik, findet ja auch wahnsinnig viel Bildanalyse, Bildverfahren statt. Also wir reden heute von Autobahnmaut. Was glaubt ihr denn, wo die Gesichtserkennung und die Kennzeichenerkennungsverfahren herkommen? Oder von jeder Computertomographie und so, wenn Blutbahnen
analysiert werden, Luftbildaufnahmen, wenn Google Maps charakterisiert, was ist Acker, was ist Straße, was ist sonst was. Ich meine, diese Algorithmen, muss man auch sagen, die sind auch in München entwickelt worden, mhm. an der TU München. Es gibt einen eigenen Lehrstuhl für digitale Bildverarbeitung, Robert Vision, Professor Radek, jetzt ist er, glaube ich, nicht mehr aktiv, ist ja auch schon jetzt eine Zeit lang her, aber das ist ein Tempel der digitalen Bildverarbeitung gewesen, TU München. Und ich habe halt an diesem Lehrstuhl dann auch spezialisiert und habe dann halt auch 10 Jahre Vorlesungen gehalten. Am Lehrstuhl jetzt der Uni? Ja. Okay, weil das hast du jetzt gerade rausgelassen, dass du von der Volkshochschule an die Uni gewechselt bist als Dozent. Ja, das ist, ja. So, kann man ja mal vergessen hier, ne? Also, okay. Und das Fotomagazin war sozusagen die Ersten, die gesagt haben, hey, anders teste für uns, mess für uns Objektive aus. Ja. War das schon immer eigentlich jeher der Fall, dass es Tests für Objektive gab, für Kameras und Objektive? Ja, also, und zwar der vorherige Test beim Fotomagazin, das ist der BAS-Test. Und heute heißt ja heute immer noch BAS Digital und das BAS heißt Barnim A. Schulze. Der Barnim A. Schulze ist also mein Vorgänger, der hatte einen Rückprojektionstest für Objektive, den hatte er entwickelt. Rückprojektion heißt, du gehst durch das Objektiv auf eine Wand und guckst, wie gut es rauskommt. Ja, also im Endeffekt, das funktioniert folgendermaßen. Man nimmt das Objektiv wie beim Diaprojektor, man hat hinten eine kleine Testtafel, hier hat man das Objektiv, also hier ist das Bayonet. Du kannst es mir erklären, das ist also die Kamera guckt hier zu. Erklär es mir. Wir haben ja, mein Gott, wir haben so viele. Wir können es ja zeichnen, guck mal hier. Wir haben so viele Objektive da. Jetzt geht's im Block. Rückprojektion ist ganz einfach. Also du darfst auch die Wand. Oh, nee, jetzt, nee, genau. Das ist kein Stift. Also du darfst nicht den drauf drücken. Also, hier hinten ist. Oh, da ist ja noch diese. Kalligrafie. Die Kalligrafie. Komm, wir machen hier kurz auf Ding und dann kriegst du hier blau. Okay. Halt einmal löschen. So. Also. Hier hinten habe ich eine Testtafel und diese Testtafel, die hat sogenannte Mierenfelder. Mierenfelder heißt waagrechte und senkrechte und diagonale Strukturen und die sind in lauter so kleine Teile, Bereiche aufgeteilt und die werden immer feiner. Das ist eine Testtafel. Hier packt man jetzt das Objektiv hin. Hier ist das Bajonett vom Objektiv und hier ist die Vorderlinse. Also machen wir es jetzt mal so, hier ganz rudimentär. Und im Endeffekt funktioniert das Ganze wie ein Diaprojektor. Mhm. Also genauso, ein Diaprojektor habe ich ja hinten dann auch nachher hier das Dia drin, also wieder den Film und projizieren an die Wand. Und genau das Gleiche haben wir mit diesen Testtafeln gemacht. Und die wurden durchgeleuchtet. Also das Objektiv wurde in der Rückprojektion verwendet. Hier ist war Lichtquelle. Dann im Endeffekt sozusagen genau. Die Lichtquelle. Genau, hier ist eine Lichtquelle. Und hier, das macht man übrigens wieder seit geraumer Zeit, weil man festgestellt hat, dass diese Rückprojektionsverfahren sehr, sehr leistungsfähig sind. Das macht man wieder bei den Herstellern zur Einzelprüfung. Wie gut es ist. Also man ist in einem dunklen Raum, also so wie hier, nur dass die Fenster alle zu sind, projiziert gegen eine weiße Wand. Und dann schaut man sich in der Bildmitte und in den Ecken an, ob man zum Beispiel CAs hat. Okay. Also genau so wird das dann gemacht und nur mit dem Unterschied, dass hier im Endeffekt eine Videokamera war, hier mit einem Sensor und man hat in den Sensor rein projiziert und hier hinten habe ich mit einer Software, wurde dann das Frequenzverhalten, die Auflösung von diesen Feldern ausgewertet. Und dieses Testverfahren nannte sich BAS. Ja, der das entwickelt hat, das war der Barnim A. Schulze. Und der Barnim A. Schulze, der ist dann auch schon relativ alt gewesen, der ist dann auch in Rente gegangen, hat gesagt, er macht es nicht mehr. Daraufhin hat das Fotomagazin zu mir gesagt, BAS, genau. Hat das Fotomagazin zu mir gesagt, wie sieht's aus, möchte ich weitermachen? Dann habe ich mir das Verfahren angeschaut und habe gesagt, ja, prinzipiell, das Verfahren ist gut. Ich würde allerdings ein Upgrade draus machen, also das, was ich eben gelernt habe. Ich würde dazu eine entsprechende Software schreiben und so und würde das Ganze mal, ich würde es mal auf einen neuen Stand bringen. Ja, genau. Und dann habe ich das BAS-Verfahren weiterentwickelt. Mhm. Was und hast du den Objektiv das gemacht?
Ich hab die ganze Auswertung da hinten, die war noch über relativ alte Algorithmen. Ich habe einfach neue Algorithmen. Aber also du hast dich nicht... Dieser Bereich, den haben wir gleich gelassen. Das sozusagen, du warst hier bei Pink. In diesem Bereich. Also dein Kernjob im Endeffekt, Informatik und Bildverarbeitung. Ja. Ist das nicht irgendwie pervers oder, pervers ist jetzt komisch das Wort, aber mit einer komischen Videokamera die Qualität eines Objektivs zu messen? Aber da kommt wahrscheinlich wieder da rein, dass man nur Teile des Objektives ausmisst, oder? Das war zum Beispiel eine Sache, ich bin hergegangen und da hat sich natürlich von den Videokameras wahnsinnig viel getan. Ich bin dann erstmal hergegangen und habe eine hochauflösende 3CCD-Kamera, das war damals eine Kamera, also die Kamera, die ich da besorgt habe, das war eine Sony für 14.000 Mark, die ich da eingebaut habe. Und die hatte wahrscheinlich PAL oder sowas, ne? Nee. Die hatte schon eine RGB-Auslesung. Was hat die gemacht? Die hat 1400 Linien gemacht und das war 98. Okay. War das richtig? Das war schon richtig. Das war dieses komische anamorphe Format, ne? Das war eine Kamera gewesen, die im professionellen Bereich eingesetzt wurde, mit einem B-Mount. Nee, nicht B-Mount. Mein Gott, das ist schon so lange her. Irgendwo daheim habe ich sie noch. Läuft garantiert nicht mehr. Doch, B-Mount war die. Also die großen, die Kino, diese Reportage, Fernsehobjektive. Das ist Kinobereich gewesen. Okay, gut. Und das hat dann den Start genommen. Aber du bist jetzt nicht nur beim Fotomagazin, sondern das ist ja im Endeffekt wurde mehr draus. Dann schon mehr draus. Und zwar hat das Fotomagazin, also es kam dann, das war glaube ich 97, es ging dann relativ schnell. 98 kamen dann tatsächlich die ersten Digitalkameras. Und dann musstest du wieder ein neues Verfahren entwickeln für Digitalkameras. Und dann hieß es, wir müssen Digitalkameratest machen. Und ich sage, ja, okay, dann. Nee, ich habe mal gesagt, eigentlich sollte man mal einen Digitalkameratest machen. Ja, ist noch nicht so wichtig und so. Und alles. Ist noch nicht dann, so wichtig. Ja. Dieses Internet. Das glaube ich heute noch nicht, dass es was wird. Der wird sich nicht durchsetzen. Nee. Und dann, dann ging es relativ schnell. Dann kam der Dietmar Wöller, dann war Phil Eske kam mit auf den Markt. Für was? Phil Eske, Deep Review. Ah, ja. Obwohl der kam, glaube ich, später. Der war erst nach mir. Also Dietmar Wöller und ich, wir haben dann quasi so als Pioniere die beiden ersten großen Digitalkameratestverfahren parallel gemacht. Und deswegen zwei Parallele, weil er für die Color-Foto den Test beliefert hat und ich fürs Fotomagazin. Gibt es Color-Foto? Sagt mir jetzt gar nicht mehr so viel heutzutage. Color-Foto ist nach wie vor eins der größten. Aber die größten Magazine sind doch so vom Fotobereich Chip oder Audio, Video, Foto, sonst was. Also die Chip hat einen sehr großen Einfluss bei der Auto. Automotorsport. Nee, das ist ja was anderes. Es hat sich schon einiges verschoben, aber wir müssen noch, also in den analogen Zeiten ist es tatsächlich so. Ich weiß. Da haben die beiden viel miteinander gemacht und es ist halt so, also die AVF, die ist natürlich vom Springer Verlag mit Bild, die sind also zur Boomzeit, haben die natürlich wahnsinnig Druck gemacht. Die Chip ist deswegen sehr erfolgreich, weil die europäisch ganz viel in den anderen Ländern, in den andersprachigen Bereichen die Tests verwertet. Also die haben eine sehr große europäische Basis, deswegen sind die sehr erfolgreich. Die sind aber erst, mein Gott, das ist erst 2002, 2003, 2004 sind die erst. Ja, die sind zur Digitalzeit erst dazu gekommen. Man darf nicht vergessen. Das sind Computerzeitschriften gewesen. Ja, Digitalfoto ist ja auch im Endeffekt jetzt eine Zeitschrift, die jetzt noch relativ groß ist und zur Digitalzeit dazu kam. Ne? Die Digital. Das ist Falke. Das sind die Kieler. Falke, ja. Ja. Ist natürlich, Digitalfoto gab es zur analogen Zeit. Per Definition nicht. Per Definition nicht. Ja, gut. Ja, auf alle Fälle. Ganz gutes Gespür haben müssen für die Zeitschrift. Und dann habe ich habe dann im richtigen Augenblick dann die Testverfahren entwickelt. Und nachdem so ein Testverfahren zu entwickeln eine sehr ausgesprochen große Investition ist, haben wir natürlich ausgemacht, dass ich dieses Testverfahren nicht exklusiv nur für eine Zeitschrift mache, sondern ich habe gesagt, ich beliefere in unterschiedlichen Ländern Zeitschriften, aber ich beliefere nie direkte Konkurrenten. Das ist so eine Fairness-Geschichte gewesen, das habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und dann es ist natürlich so, die digitale Fotografie, die ist ja explodiert. Ich meine, das ist ja eine Welle, auf der wir da gesurft sind. Das war ja abartig. Und in der besten Zeit hatte ich 26 Zeitschriften in 16 Ländern. Damit
meine ich, war ich Nummer 1 weltweit. Gute Versicherung musstest du zu Hause haben, oder? Für die Objektive und alles. Ja, habe ich, glaube ich, immer noch. Gute Tresor und gute Versicherung. Großen, ne? Ich habe schon einen großen Tresor. Also du kannst einen großen Tresor. Also, du kannst nicht tragen. Das ist so. Den, wenn du trägst, dann hast du Rückenprobleme. Hast ein Problem. Guten Chiropraktiker. Aber jetzt gibt es ja ungefähr 10 deutsche Fotozeitschriften. Ja. Also wahrscheinlich mehr, aber so 10 große. Ja. Und es gibt eigentlich nur 2, die messen, oder? Nein, es messen schon mehrere. Es ist so, die ganze Szene hat sich natürlich massiv verändert. Also es ist, das muss man ganz realistisch sagen, der große Hype, also damals 2002, 2003, 2004, da hatten wir eine Depression hier. Also das kann sich heute kein Mensch vorstellen. Wir hatten eine Immobilienkrise in Deutschland. Es konnte keiner Mensch Häuser verkaufen. Alle haben rote Zahlen geschrieben, alle. Ich weiß, damals 2002, 2003, die einzigen beiden Produkte, die überhaupt schwarze Zahlen geschrieben haben, waren die Espresso-Milchschäumer, diese kleinen Batteriedinger, die haben geboomt wie ehrlich? Verrückt, ja. Und Digitalkameras. Sonst gab es keine Produktklasse, die schwarze Zahlen geschrieben hat. Das war damals immer der Gag. Also Digitalkameras und Kaffeeschäumer. Batteriebetriebene Kaffeeschäumer. Boah, fast das Gleiche, ne? Ja. Und alles andere, also hier irgendwie Smartphone. Ich meine, da gab es ja auch noch keine Smartphones. Ja, ja, ich weiß. Ja. Also das kann sich heute kein Mensch vorstellen. Wir hatten eine echte Krise. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das geboomt hat wie verrückt. Die Hersteller haben diese Märkte erobert, die Analogen sind ja dann auch alle, die haben ja dann auch alle zugemacht. Ja. Also wurden ja auch abgekündigt, der analoge Markt. Der analoge Markt wurde ja bewusst geopfert, um den digitalen Markt zu erschließen. Ja, ja, du musst ja erstmal also, Raum schaffen und Platz schaffen, damit die Leute einen Bedarf haben, kaufen zu müssen. Also es wurde auch ein noch vitaler Markt abgetötet. Macht jetzt kennen ja auch. Hast du es mitbekommen? Was? Die Pressemitteilung von Canon hat ein hoher Führungsmitarbeiter hat gesagt, dass sie jetzt wissentlich die DSLR aufgeben. Also er hat so formuliert, Canon? Er hat gesagt, Canon hat gesagt, das kannst du nachgucken, können wir gleich nachgucken. Ja. Es gibt das Zitat noch. Ihnen ist bewusst, dass sie das DSLR-Geschäft, ihr Kerngeschäft sozusagen in dem Bereich kannibalisieren müssen und runterfahren müssen, um Platz für die Neuen zu schaffen. Okay, das ist ein bisschen was anderes. Also das Kannibalisieren ist klar. Das hat man, glaube ich, irgendwann in einer unserer ersten Folgen, hatte ich das auch schon mal angesprochen, warum Canon und Nikon so zögerlich sind mit den spiegellosen Systemen, weil Canon spiegellos profitiert natürlich von Canon SLR, das heißt die Canon SLR, die interne Canon SLR-Abteilung, wirft natürlich der Canon Spiegellos-Abteilung, die ihre Konkurrenten unfassbar sind, jeden Stecken zwischen die Beine, den sie nur haben, weil die wissen, also jemand, der Canon Spiegellos kauft, der kommt nicht von Fuji oder von Nikon oder von Sony oder von Olympus oder von Sony, der kommt ja hauptsächlich von Canon. Das heißt, sie schichten eigentlich nur Sie schichten Kunden aus einem profitablen, etablierten und mit entsprechenden Kapazitäten bestehenden Markt um in einen neuen, in dem sie weniger Geld verdienen, mehr rein investieren müssen. Also das ist tödlich für eine Firma. Ja, es ist das Problem. Also tödlich nicht, aber sie müssen es machen. Ja, ganz böse, ist eine ganz bitterböse Situation. Bei Nikon ja genau dasselbe. Mhm. Und deswegen, also dass sie es opfern, dass sie es beenden, das hätte mich jetzt schockiert. Das heißt, also wenn wir jetzt gerade sind, du musst bloß ein bisschen unsere Zuschauer jetzt weiter be... Also, mit meinem Werdegang. Ja, so ein bisschen. Aber der ist fast am Ende. Moment. Also unterhalte uns doch mal. Ja. Was gab es so ganz, warst du mal kurz vor Aufhören? Im Endeffekt ist es dann so gewesen, ich habe für ganz viele Länder, ganz viele Redaktionen gemacht, sowohl Computerbereich, dann neue Fotozeitschriften. Ich habe dann auch verschiedene Hersteller mit meinen Testverfahren beliefert. Ich bin bewusst nicht in den Vertrieb und die Vermarktung von Testanlagen gegangen, weil ich gesagt habe, ich mache nur, was ich selber kann. Also ich habe da so, mein Labor ist in meinem eigenen Haus, mein eigenes Haus ist abgezahlt, ich zahle keine Miete dafür. Und es hat den Vorteil, dass ich mich auf veränderliche Dinge gut skalieren kann. Okay. Also bin ich auch im Nachhinein froh drum. Das ist schon so... ich gucke immer so ein bisschen. Ja, ich weiß. Es ist schon so, dass
dass du das merkst, was jetzt gerade in der Fotografie passiert. Wie würdest du es einschätzen, also einordnen, was jetzt gerade passiert? Also, ich muss einen Schritt zurückgehen. Also vor 2-3 Jahren, da war die Situation katastrophal. Also da waren ja also diese Angst, der Einbruch des Spiegelreflexmarkts, die Unklarheit, ob sich der spiegellose Markt durchsetzen kann, ob diese Firmen überleben, die Frage, ob die Fotoabteilungen in diesen Großkonzernen, das sind ja Großkonzerne, die entscheiden ja gnadenlos, ob die entsprechende Business Unit im Plan ist, ob die Hoffnung, dass sie profitabel sind oder profitabel werden, ob die erfüllt werden oder ob man sagt, jetzt ist einfach Schluss. Das war ja alles ganz, ganz offen. Und jetzt hat sich eigentlich der Kameramarkt wieder normalisiert. Etwas normalisiert, aber wir sind weit weg vor der Situation, die wir 2004, 2006, 2008 gehabt haben. Also 2010, das war ja irre, das war ja gar nicht zu bewältigen, was da an Anfragen kam. Und wir haben jetzt natürlich auch die Sache, auch die Innovationsgeschwindigkeit, die Möglichkeiten, es ist ganz viel ausgereizt. Man muss sich schon fragen, das haben wir ja nachher auch, wofür brauche ich, wenn ich 24 Megapixel habe, wenn ich 16 habe, wofür brauche ich 24, wenn ich 24 habe, wofür brauche ich 36 und so weiter. Natürlich gibt es immer Anwendungen, wo ich das brauche, aber wir hatten damals, als das erste Mal von 2 Megapixel auf 3 angehoben wurde. Oh, ja, ist ja 33%. 50. Sorry. Da dachte Tilo, ey, ich habe kein Mathe studiert, Leute. Ich habe rückwärts gerechnet. Okay. Gut. Ich habe von 3 Megapixel auf 2, dann wäre es ein Drittel weniger. Ist ein Drittel weniger. Ja. Aber ich meine, wir hatten so Sachen, muss ich das mal überlegen. Also ja, 50% mehr. 6 Megapixel war der Standard bei professionellen Spiegelreflexkameras. Ich weiß, ich habe das ja miterlebt so ein bisschen. Ich find's einerseits toll, andererseits schade. Ich finde es toll, weil ich glaube, dass noch nie jemand so viele Möglichkeiten hatte, zu fotografieren und Fotos zu machen wie heutzutage, ne? mit derlei Möglichkeiten. Schade, Hild, dass es teilweise auch schon wieder weggeht von dieser Fotografie. Ne? Ja, wobei ich muss sagen, also was wir jetzt haben, also wie gesagt, vor 3-4 Jahren, wir reden ja schon auch in der Fotopresse oder in der Fotoszene, heißt es ja immer, wann kommt denn das große Redaktionssterben? Ich meine, es hat ein Redaktionssterben eingesetzt. In Deutschland kaum. Interessanterweise in einem Land, wo ganz viele Zeitschriften sind, extrem viele Fotozeitschriften, hat dieses Redaktionssterben kaum eingesetzt. Weißt du, wer das kommt? Jetzt kann ich mal punkten. Weil die Fotozeitschriften auch den Markt aktiv halten. Ich habe da letztens drüber was gelesen und das ist ja auch das Problem, was so ein bisschen, Beispiel, Galileo DVDs, früher Videotrainings gemacht und DVDs, eingestellt, nur noch Bücher. Video2Brain, geschluckt von Lydia oder Lydia aus Amerika, machen kaum noch wirklich coole Videotrainings für Fotografen, eingestellt. De facto zieht sich sozusagen jede Firma nacheinander von diesem Video-Tutorial-Training-Markt zurück. Ja, ja. Jetzt müsste man eigentlich denken, dass wir sagen, boah geil, Krolop und Gerst leben jetzt wie die Könige in Saus und Braus, weil jetzt ist ja der ganze Markt für uns da. Aber der Gesamtmarkt fällt dadurch ein, natürlich haben die auch für Videotrainings generell Werbung gemacht. Das heißt Galileo hat hingeschrieben auf der Messe, Videotrainings sind das Geilste der Welt, kauft unsere Videotrainings. Und dann hat jemand nach Videotrainings gesucht und hat Krolop gefunden und hat vielleicht von mir was gesucht, obwohl ich gar nicht dafür Werbung gemacht habe. Das heißt, auf einer die Fotozeitschriften nehmen so viel Platz bei uns im Zeitschriftenhandel ein, dass man reingeht und sagt, ach komm, kann ich mal wieder eine Fotozeitschrift holen. Ja. Wenn die jetzt nur 2-3 Stück wären an der Seite, dann wird sie vielleicht gar nicht finden. Und deswegen hält sich der Gesamtmarkt so groß. Es ist ein ganz komischer Effekt, wirklich mega komisch. Ich verstehe es leider erst zu spät. Ja, aber der deutsche Fotomarkt ist auch einer der wichtigsten, ist der wichtigste Fotomarkt in ganz Europa. Weltweit, Weltweit? Ja. Weltweit? Okay, da hast du noch mehr Informationen. Ich weiß, in Europa, also Deutschland, das ist... Nein, aber er ist nicht umsatztechnisch der wichtigste. Ich weiß aber, dass als Land ist es Deutschland mega, mega wichtig. Ja. Eigentlich das wichtigste Land. Die Amerikaner haben ein Land und mehr Umsatz, aber die sind schon teilweise zu verschieden und auch zu unkontrollierbar. Und was uns halt immer noch, was uns immer noch hilft bei vielen Firmen, die aus Japan kommen, ist, by the way, so Leute wie du. Ne? Also das ist jetzt...
ein Kompliment und ist auch so gemeint, aber ja. Diese deutsche Zeiss, Otus, Jena, ja. Vergangenheit mit Optik und ja. Wir sind noch ein bisschen höher angesehen weltweit. Ja, was ist, schon das richtig, ist schon richtig, also es findet viel statt. Na ja, gut, jetzt mache ich noch ein bisschen so den Schluss. Hast du gesehen? Hier. Ich spreche mit Nikkei. Aktive neue Produkte für einen wachsenden Markt vorstellen, auch wenn man sich damit teilweise selbst kannibalisiert. Das ist völlig korrekt, endlich spricht es einer aus. Also das ist so, ja. Und das wird so als, also das gibt es auf mehreren, das war jetzt auf fotografix-magazin.de, aber das ist so, damit hat er eigentlich, glaube ich, so wurde es auch übersetzt dann und ich glaube, man hat es auch ein bisschen nachkonkretisiert. Es gibt so ein paar Nachberichterstattungen, wo sie nochmal andere kennen, Leute angesprochen haben darauf und so. Sie haben schon gemeint, so, das ist so der Schritt, wo dann Ken einfach sagt, okay, sie müssen ihr DSLR-Geschäft, sie müssen es kaputt gehen lassen, damit die anderen wachsen können, das ist die andere Seite. Jeder Autohersteller, der Elektrofahrzeuge verkaufen will, verliert den Kunden aus seinem Verbrennerbereich. Das ist... Ja, kann man so sagen, ne? Ja, also die kannibalisieren sich auch selber. Deswegen, vielleicht haben wir deswegen so wenig innovative Elektroautos von deutschen Autoherstellern. Ist es vielleicht das Gleiche, was mit Tesla ist, ne? Die starten bei null, können produzieren, was sie wollen. Exakt. Und machen sich nichts kaputt und nehmen nur von anderen Leuten Kunden weg. Ja. Macht natürlich für Fuji und für Sony und für alle, die jetzt kamen, irgendwie extrem einfach, ne? Für Canon und Nikon ist es... Ja, die mussten nichts opfern. Sag mal, ich habe mir damals eine D800 gekauft. Mhm. Von deinem Gespür, dass ich weiß, dass ich jetzt super vielen Leuten wirklich total, ich glaube, ich werde jetzt böse was sagen, bitte nicht persönlich nehmen. Ich habe so langsam das Gefühl, dass ich schon so gewisse Fotografen mit gewisser Ausrüstung, Markenausrüstung, schon so ein bisschen unterscheiden. So die ersten Wechsler waren übrigens Ken-Leute, die zu Sony gegangen sind. Mhm. So, von Canon sind sie erst weggegangen. Ich habe so das Gefühl, dass Nikon eine viel krassere Bastion ist als Canon. Also, dass die Nikon-Fotografen viel mehr zu Nikon stehen, als die Canon-Fotografen zu Canon stehen. Jetzt mal, ist rein, ich weiß es ja nicht. Ich will sie jetzt nicht treulose Hunde nennen, die Canon-Fotografen. Aber ist das, war Nikon über die Jahre, über die wirklichen Jahre, auch bei dir immer so mehr so Tradition als Canon? Also, Nikon ist traditionell, da muss ich jetzt wieder tatsächlich in die analoge Zeit zurückgehen. Ja, mach. Nikon verdankt meiner Meinung nach seine gesamte Existenz, so wie sie jetzt sind, dem Vietnamkrieg. Nikon hat damals eines der ersten lichtstarken Porträtobjektive rausgebracht, ein 1,885 in Verbindung mit einer Spiegelreflexkamera, damals der Nikon F. Erstmal dieses 1,885 war phänomenal, weil man in diesem Porträtbereich damals das so nicht hatte. Ich meine, es waren hauptsächlich Sucherkameras. Und dann haben sie es geschafft, mit dieser Nikon F eine Kamera herauszubringen, die genau für das notwendig war, was damals entscheidend war. Das war der Koreakrieg und danach der Vietnamkrieg. Und die war so robust und die Objektive waren so robust und die haben so aus dem Vollen gefräst und so beschichtet und sich so viel Mühe gegeben. Die waren optisch nicht überlegen. Das ist ein Mythos. Da werden mir jetzt etliche sauer sein. Also, wir machen uns hier also immer mehr Feinde, aber ist geil. Aber die waren einfach, die haben halt einfach noch funktioniert, wenn sie fünfmal runtergefallen sind, wenn sie im Monsun waren und wenn sie im Schlamm waren. Ja, so ein bisschen dieser Unimog. Der ist jetzt auch nicht das höchste Fahrgefühl. Ja. Ne? Also. Und das ist genau der Punkt. Und damit haben die, das war super. Und die sind einfach robust, das war die Reporterkamera. Und Canon hat früher schon mit FD, die haben nicht die zeitautomatikbasierte Philosophie gehabt, sondern die hatten die Blendenautomatik. Basierte Philosophie. Die hatten das mit Abstand, das FD-Bajonett war das fortschrittlichste Bajonett überhaupt, das es gab. Also das war irre. Also, Schrauben und sowas. Nein, also von den Blendensteuerungsmöglichkeiten. Die Canon-Kameras waren schon immer Sportfotografen-Kameras. Und trotzdem, sie hatten nur ein kleines Problem, es war ein bisschen zu klein vom Durchmesser, dieses Bajonett. Also, und Canon hat damals tatsächlich gesagt, obwohl sie das modernste Bajonett hatten, haben gesagt, wir opfern es komplett, das FD-System. Für EF.
für EF und gehen komplett auf die elektronische Steuerung über, als der Wechsel von Manuellfokus zu Autofokus kam. Mhm. Und Nikon hat gesagt, nein, das machen wir nicht, wir bleiben unseren Leuten treu. Wir adaptieren das Ganze. Nikon ist enorm gelobt worden, Canon ist verdammt worden, bis in alle Ewigkeit. Fotografen, die ihr halbes Vermögen, Profifotografen, in Canon-Ausrüstung gesteckt hatten, hatten auf einmal einen Haufen alten Schrott da, wo sie nicht mehr wussten, ob sie wie lange sie überhaupt noch einen Service dafür kriegen, und passiert nichts mehr und so. Ich glaube, das kann man sich heute auch nicht so vorstellen, ne? Man muss ja wie so ein Arzt im Endeffekt auch vielleicht so einen kleinen Kredit aufnehmen für ein Fotostudio und für eine Ausstattung, ne? Ja, klar. Es war ein völliger Verrat an der gesamten professionellen Fotografenszene weltweit. Und die Moral von der Geschichte ist, nach 2 Jahren, dadurch, dass das Canon alles über den Haufen geworfen hat, haben sie es geschafft, so viele neue Patente zu entwickeln, so viele neue Sachen umzusetzen, die die anderen mühsam unter Einhaltung der Kompatibilität einarbeiten mussten. Ja, und auch Kompromisse machen mussten. Und das ist dann eigentlich der Erfolg gewesen, dass das EOS-System komplett abgerauscht ist. Und mit einem Schlag war EOS, also die Geschichte hat es uns ja gezeigt, EOS hat sie alle dann an die Wand gespielt. Aber auch wegen digital und elektronisch und dergleichen. Ja, das war noch die AF-Zeit, ich rede noch von den 90er Jahren. Aber zurück also zur... Die Analogzeit, ja. Du bist der Meinung, das hat aber auch dazu geführt, dass die Nikon-Fotografen System verbunden werden. Ja, und bei Nikon hat es dann so kontinuierlich stattgefunden. Die Zahl, die du gesagt hast, also ich weiß, dass die Anzahl von Objektiven, ist ja so, mit der Kamera verdient man nicht so viel Geld. Man verdient eigentlich das Geld mit den Objektiven. Bei Canon-Besitzern ist die Anzahl der Canon-Objektive, die Canon-Besitzer kaufen, deutlich höher. Ich habe die absoluten Zahlen jetzt, wir hatten sie erst letztens wieder auf einer Pressekonferenz. Echt? Aber Nikon kaufen mehr Fremdobjektive? Ja. Bei Nikon, die Nikon-Leute sind mehr auf die Kameras fokussiert als auf die Objektive, und bei Canon sind die Leute sehr stark auf die Objektive fokussiert. Und das ist natürlich schon so ein bisschen ein Problem, weil man finanziert sein Geschäft natürlich auch über die Objektive. Komisch, also finde ich jetzt sehr spannend, also ja. Mega spannend. Ja, und Nikon habe, aber ich meine, man muss natürlich auch eins sagen, momentan, wenn ich heute Auflösung haben möchte im Spiegelreflexbereich, Nikon hat vor ein paar Jahren seine Sensor- und seine Bildaufbereitungsstrategie komplett auf den Kopf gestellt, von sehr konservativ zurückhaltend zu ziemlich offensiv. Und heute, also diese D850 ist so ein grandioser Wurf. Ja. Das ist so eine Phänomen, also wenn ich an dieser Kamera was aussetzen möchte, muss ich lang suchen und tu mir schwer. Also das ist schon... Da, ja. Also ich vielleicht einfach nur, dass sie keine Spiegellose ist. Nee. Und selbst das kann man ja nicht mal als Nachteil sehen, so richtig. Ich muss sagen, ist eine grandiose Kamera. Ja, bin ich auch bei dir. Okay. Sollen wir an der Stelle Schluss machen für die erste Sendung? Mhm. Also es war schon jetzt ein Pläsierchen. By the way, liebe Zuschauer, falls ich rüberkomme, als ob ich anders zu oft unterbrechen würde, ist mir scheißegal. Und ich bin ihm dankbar darum, weil sonst höre ich ja gar nicht mehr auf zu reden. Ich liebe Anders dafür, dass er hier ist. Und wer was anders sagt und irgendwie blocken, ich liebe diesen Blocken-Button. Lasst uns weitermachen. Es sind noch so viele Sachen hier offen. Aber im Endeffekt hier erstmal Cut. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Das war's schon wieder für heute mit der Objektivreihe 2.0 mit Anders Uschold und mir, dem Martin. Wenn es gefallen hat, dann schreibt es doch gerne. Schreibt es in die Kommentare, schreibt auch gerne direkt an mich oder an Anders, wahrscheinlich eher an Anders als an mich. Schreibt es ins Blog rein, kommuniziert. Im Grunde genommen wollen wir die Community damit befüttern und befüllen. Und natürlich, und das geben wir ganz offen zu, geht es auch damit um die Reichweite von Grolob Gerst. Ich würde mich also tierisch freuen, wenn der ein oder andere Beitrag ohne Anders, den wir schreiben, vielleicht auch ein bisschen Anerkennung findet. Es gibt im Blog ganz viel über Fotografie. Wer uns vielleicht noch nicht so kennt, einfach mal auf blog.grolob-gerst.com gucken oder auf unseren YouTube-Kanal. Oder aber dann, ganz spezielle Themen gibt es in Videotrainingsform bei uns im Store. Store. Jetzt kommt der Schwabe raus, gell? Ach so, und Workshops gibt es auch noch, gell? Gell? Die sind gar nicht schlecht. Und da rede ich auch gar ganz anders. Oh, ich kann das gar nicht mehr. Tschüss.